Wir sind gestartet mit einem Anspruch in Wien und das war, diesen Filz aufzubrechen, dieses System der Freundelwirtschaft. Ich finde es ja großartig, in Amsterdam 66 Jahre Sozialdemokratie und da macht länger als die Kommunisten in China, in Wien noch viel länger die Sozialdemokraten. Vieles läuft richtig, das möchte ich auch gar nicht verhehlen. Aber Macht macht bequem und Bequemlichkeit führt immer zu solchen verfilzten und ja auch korrupten Systemen. Ich bin wirklich stolz, dass es gelungen ist, in diesen roten Filz vielleicht nicht ein riesengroßes Loch hineinzuschneiden, aber ganz, ganz viele Löcher hineinzuschneiden. Und ich bin sehr stolz darauf, dass es immer wieder die Momente gab in den letzten 5 Jahren, wo wir gesagt haben, wenn Neos das nicht gesagt hätte, wenn Neos das nicht aufgedeckt hätte, wenn Neos das nicht gemacht hätte, dann hätte es niemand gemacht. Und das ist etwas, was wirklich eine Leistung ist von uns allen im Raum und ganz besonders auch von dir, Christoph. Wir sind auch jetzt in einer anderen Situation in dieser Krise. Ein Punkt war aber da und auf den möchte ich noch einmal zurückkommen. Oder 2 Punkte. Das eine ist dieser Anspruch, dass Politik besser geht und dass man für eine Erneuerung kämpft. In ganz vielen Bereichen. Und ja, das bedeutet auch alternative Mehrheiten möglich macht. Ob das gelingt, heuer, weiß ich nicht. Aber es muss der Anspruch sein, alternative Mehrheiten möglich zu machen, weil es ist möglich, eine bessere Politik zu machen. Und das Zweite, was dort gestanden ist, das waren Menschen aus der Mitte des Lebens, die aufstehen und Verantwortung übernehmen, die eine Ahnung haben von den Dingen. Und das hat mich sehr berührt, weil wenn ich eines über die letzten Wochen und Monate in dieser Krise gesehen habe, wo ich gesagt habe, wir vergessen nicht auf die Kinder, wir vergessen nicht auf die Leute, die ihren Job verlieren. Wir vergessen nicht auf die Startups, die gerade eine Finanzierungsrunde hinter sich gebracht haben und jetzt vorm Ausstehen. Wir vergessen nicht auf die Gastronomiebetriebe, die keine Umsätze haben. Wir vergessen nicht auf die Stadthotellerie, wo du mir gerade gesagt hast, dass selbst in bester Lage 30% Auslastung da ist. Wir vergessen nicht auf die Menschen, die gar keine Perspektive mehr haben, weil sie vielleicht jetzt 55 sind, ihren Job verloren haben und möglicherweise keine Chance mehr haben auf einen neuen Menschen. Und warum tun wir das nicht? Weil wir wissen, von was die Rede ist. Weil wir wissen, was es heißt, wenn du mit Kindern zu Hause sitzt und im Homeschooling bist. Weil wir wissen, was es heißt, Liquidität zu brauchen im Unternehmen, um die Löhne zu zahlen, Sozialversicherungsabgaben zu zahlen, die Miete zu zahlen. Weil wir wissen, wie es den Menschen geht, die künstlerisch tätig sind und ihrem Beruf, ihrer Berufung nicht nachkommen können. Weil wir es wissen. Weil wir Erfahrungen haben und diese Erfahrungen in die Politik tragen. Und wenn ich jetzt auf die Leute schaue, die jetzt aufstehen, dann sind das Menschen, die haben diese Erfahrungen. Es sind unglaublich viele unternehmerische Menschen. Die Bettina ist seit neuem Gastronomin. Du bist im Ansehen des Sepp Schellhorns massiv gestiegen. In meinem auch. Endlich habe ich ein Stammlokal. Ich werde es noch testen. Aber es sind unglaublich viele unternehmerische Menschen, die anpacken. Menschen, die Initiativen gesetzt haben, zum Beispiel auch in den Bezirken herausgesetzt haben, die gesagt haben, ich kann etwas ändern, ich kann einen Beitrag leisten. Diese Liste wird großartig. Diese Krise wird uns zeigen lassen, was in uns steckt als Menschen. Wir haben das Vertrauen in die Menschen. Es wird hart, es wird steinig, es wird für viele gar nicht leicht, aber wir werden gut rauskommen, weil wir Vertrauen haben in die Menschen. Weil die zeigen werden, was in ihnen steckt. Weil wir zeigen werden in Wien, was in uns steckt. Und mit Christoph an der Spitze werden wir als Neos zeigen, was in uns steckt.